Hallihallo, liebe YouTube-Fans. Ja, heute testen wir mal, wie lange schon versprochen, für euch die Arie Pods. Wir haben hiervon die 12-Variante, das heißt 12 Stück sind in der Verpackung enthalten. Die Pods sind so kleine Gelee-artige Produkte. Ich öffne einfach mal kurz die Verpackung, um mal so zu zeigen. Jetzt sind in diesen Produkten noch 4 Stück enthalten, 12 waren wir drin. Also, wir haben es auch noch bekommen. Auf jeden Fall steht fest, da das eine auflösbare Verpackung ist, die sich mit Feuchtigkeit auflöst, heißt das, die Produkte nicht mit nassen Händen anfassen. Ganz wichtig, weil sonst kann das passieren, dass die Produkte schon in der Hand schmelzen. Auch nicht drücken, kann genauso passieren. Also das sind hier die sogenannten Pots in Blau, Weiß, Grün. Das gibt man uns Info auf das Warnhinweis hier oben. Ja, das ist darauf ätzend. Was mag das Ganze bedeuten? Ja. Diese Pots sind vordosiert, das heißt, sie sind noch ein bisschen stärker vordosiert. Diesen Warnhinweis findet ihr auch unter anderem bei den Produkten von Vanish. Da ist das Produkt. Dieser Warnhinweis genauso drauf zu sehen. Arie schreibt deswegen auch hinten ganz klar die ganzen RGBs mit drauf. Da müsst ihr mal ein bisschen mit drauf achten. Hier unten in den kleinen gedruckten Text steht alles drauf, was ihr beachten müsst bei der Benutzung dieses Artikels. Ich will jetzt keine Panik machen, es gefährlich sein kann oder sowas, aber es ist trotzdem schon ätzend. Es gibt nämlich ein kleines Problem aus meiner Sicht. Auf der Verpackung für den Gefahrenhinweis von Arie Pods ist dieses Gefahrenhinweis mit so einem Viereck abgebildet. Logischerweise mit Vierecken. Auf dem Pod selbst ist aber die Kategorie C hinterschrieben. Ja, vielleicht sieht man es da ganz oben in der Ecke. Da ist ein C hinterlegt. Und die Frage ist jetzt dabei, welche Gefahrenklasse ist das? Ist es Gefahrenklasse C? Oder ist es eine ganz normale Gefahrenklasse? Also wie ätzend ist der Artikel wirklich? Man möchte natürlich kein Selbstexperiment machen, indem man auf der Haut aufträgt und sagt mal, oh ja, nach einer halben Stunde, ja, es wirkt, es kribbelt. Nein, sondern wir machen uns ganz einfach mal, wir rufen einfach mal bei der Kundenhotline an. Einfach mal nachfragen, wie ätzend die Pots wirklich sind. Mal gucken, ob jemand erreichbar ist. Willkommen bei der Verbraucherberatung von Procter & Gamble. Leider rufen Sie außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Wir sind Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr für Sie erreichbar. Wir würden uns über einen erneuten Anruf freuen. In dringenden Fällen erreichen Sie unsere Zentrale unter der Telefonnummer 06196-8901. Bei einem medizinischen Notfall wenden Sie sich bitte an die Giftnotzentrale in Mainz unter der Telefonnummer 06131-19240. Vielen Dank und auf Wiederhören. Ja, gut, wie wir mitbekommen haben, ist die Zentrale gerade nicht erreichbar. Schade. Nur in einer speziellen Hotline, wie ihr gerade gehört habt, könnt ihr gerne mal sich informieren. Wenn ihr euch quasi informieren wollt, ruft bei der Firma am besten mal selber an. Da wir uns jetzt nicht ganz sicher sind, wie gefährlich der Stoff ist, tun wir jetzt einfach mal kurz einblenden, für was dieses Warnhinweis gelten kann. Entweder für die Kategorie C, das ist der obere Beitrag denn, oder für die untere Kategorie, wofür das Symbol gelten würde. Na, ihr könnt euch dann aussuchen, auf jeden Fall, das Produkt ist ätzend. Wie stark, kann ich leider nicht jetzt spontan ausfinden, da keiner erreichbar ist. Wenn ihr das in Erfahrung gebracht habt, wie stark ätzend das Produkt ist, könnt ihr es gerne für alle anderen, die das Video sehen, unten in den Kommentaren reinschreiben. Vielleicht bekomme ich ja bis dato auch schon mehr Informationen, leider zum Drehzeitpunkt nicht mehr Informationen. Also wie gesagt, jetzt die beiden Warnhinweise aufgeführt und könnt euch durchlesen. Wie gesagt, wie ätzend kann ich leider spontan in dem Test nicht sagen. Es ist ätzend, dafür ist der Warnhinweis drauf und hier sind die beiden Hinweise dazu. Deswegen schreibt die Firma Vanish ganz klar auf, bitte für sensible Leute Handschuhe benutzen. Dieser Warnhinweis fehlt leider hier bei Arie. Könnt man nochmal kurz nachtragen von Arie lassen, bitte noch Warnhinweis, zieht bitte beim Waschen Handschuhe an. Also, wie gesagt, es ist ein vorzusehender Cap, Pod meine ich, Cap ist nicht mehr ein anderes, vorzusehender Pod. Pro Wäsche kommt ein Pod rein, Obacht, nicht ganz. Wir haben uns darüber schon ein bisschen schlau gemacht. Also,
Fest steht auf jeden Fall bei normalen Waschmitteln, dass 2 von 3 Leuten ihr Waschmittel allgemein überdosieren. Das heißt, sie machen da mehr Waschmittel rein, als wie der Hersteller empfiehlt. Das kann mit dem Potsdam nicht mehr passieren. Da schon vordosiert, da kann man so nehmen, wie es ist. Hier ist von der Art alles drin, was für eine Wäsche gedacht ist. Ihr braucht da kein Beispiel mehr zumachen, kein Entkalker mehr zumachen, etc. pp. Und auf was muss man schon mal hinweisen muss, ich habe da aufgeschrieben. Hinten steht noch drauf, wenn ihr diese Pots benutzt, kein Vorwaschprogramm benutzen. Das entfällt. Kein Vorwaschprogramm. So, wie gesagt, pro Wäsche. Ihr Deutsche macht zu viel Waschmittel rein. Hier kommt nur ein Pot rein bei einer 4 bis 5 Kilo Maschine. Solltet ihr aber hartes Wasser haben oder eure Wäsche ist stark verschmutzt oder ihr habt eine Waschladung, die mehr als 6 Kilo beträgt, da empfiehlt Ariel von diesen Pots 2 reinzumachen. Anstatt eine, steht auch wieder, wenn es keiner glauben will, in diesem Bereich hier oben drin. Das schon mal als erstes. Also ein Pots für 4 bis 5 Kilo, 2 Pots für 6 Kilo bzw. bei stark verschmutzte Wäsche oder auch wenn ihr sehr hartes Wasser habt. Wie hart euer Wasser ist, könnt ihr ganz einfach bei euren Stadtwerken fragen. Na, geht mal ins Internet, ruft doch mal durch, die können uns mal sagen, was eure Wasserhärte ist, ob ihr sehr hartes Wasser habt oder nicht. Kann ich natürlich nicht lokal für euch beantworten jetzt. Was wichtig ist, was aber wichtig ist für Leute, die kein Parfüm abkönnen, dieses Produkt enthält Parfüme. Auch schon mal so nebenbei erwähnt. So, Ari hat natürlich schon darauf reagiert, weil es halt wieder ätzend, reizend ist. Es steht wird nicht drauf, dass keine Handschuhe verwendet, werden sollten. Für Leute, die erfindig sind. Aber es ist mit einem Warnhinweis drauf. Bitte schön, keine Handwäsche. Bereich ist es hinterlegt, dass Ari empfiehlt, dafür auch keine Handwäsche zu machen, gerade weil das Produkt ätzend ist und dementsprechend man kann davon ein paar Reaktionen erhalten auf der Haut. So, genau. Was ich noch sagen wollte, der Negativpunkt bei dieser Wäsche, finde ich zumindest, ist, die Caps, die Pots sind vordosiert, nämlich ist ja pro normale Wäsche 4 bis 5 Kilo ein Pot, bei höherer Wäscheanzahl 6 Kilo stark verschmutzt oder hartem Wasser 2 Pots. Nachteil ist, ich habe jetzt nur eine Funktionskleidung, ich habe nur ein T-Shirt oder 2, also ich komme nicht auf diese 4 bis 5 Kilo pro Waschladung, da geben die Pots schwer nach. Denn ist man auch wieder überdosiert. Also man braucht trotzdem noch nach wie vor Waschmittel nebenbei, wenn man doch mal nur für die Arbeit 1-2 Hemden waschen muss. Da ein Pott reinzuschmeißen wäre dann wieder in dem Sinne eine komplette Überdosierung, die ja Ariel damit auch vermeiden möchte. Also ihr habt immer, wenn ihr die Pots benutzt, 4 bis 5 Kilo Wäsche, dann ein Pott oder bei 6 Kilo Wäsche 2 Dinge reinmachen. Wird so von Ariel empfohlen. Und wenn ihr doch mal weniger Wäsche habt, dann mal wieder zu normalen Waschmittel zurückgreifen. Aber, wie gesagt, die Frage über die Überdosierung, dass 2 von 3 Deutschen immer überdosieren. Bitte achtet genau bei eurer Wäschezubereitung, wie viel Reinigungsmittel da rein muss. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und jetzt, wie gesagt, machen wir erstmal das Video. Wir machen jetzt die Wäsche in der Waschmaschine. Das Ergebnis, wie die Wäsche geworden ist, seht ihr im Nachhinein. Kommen wir zum Fazit von Ariel Potts. Die Wäsche ist mittlerweile gewaschen. Ist einigermaßen, ja. Jetzt frisch gewaschen, sehr schön. Der Geruch, das Parfüm, was drin ist, was wir vorhin erwähnt haben, ist gut gehalten, ist nicht so stark, nicht so aufdringlich, es ist wunderbar. Also man kann von groben sagen, die Ariel Potts, man kann sie natürlich nehmen, durchaus im Wäsche waschen, wenn man nicht mal groß dosieren möchte. 4 bis 5 Kilo für einen Pott reichen vollkommen aus. Wäsche rein, Pott rein oder umgekehrt erst Pott, dann Wäsche, Maschine an, fertig. Und ja. Der Nachteil ist bei kleineren Mengen, wenn man jetzt nur ein T-Shirt waschen will, wie das da hinten,
Da reicht natürlich ein Pod nicht für aus, da muss man jetzt schon wieder mit der Hand nachdosieren, weil man die Pods nicht aufmachen kann. Es fehlen einige Warnhinweise drauf, wo gesagt wird, bitte trag Handschuhe. Für diesen Artikel, Handwäsche ist deswegen ja schon mal abgelehnt. Vorne steht es drauf, im grünen Bereich gesagt, aber ansonsten probiert es aus. Ja, Fazit ist, man kann es kaufen, durchaus. Wenn wir jetzt 5 Sterne vergeben würden, so 5 Sterne für das beste Produkt und 1 Stern für das schlechteste, würde ich sagen, eine gute 4. Also es ist immer noch verbesserungswürdig und so weiter. Es fehlen noch einige Warnhinweise, eine genauere Beschreibung, auch wie man es benutzen soll. Es steht sehr viel Kleingedrucktes drauf, wo man nicht genau weiß mit der Dosierung und so weiter. Also es ist noch verbesserungswürdig. Ob es zum Geld einspart oder nicht, liegt natürlich am Endverbraucher im Nachhinein. Aber ansonsten, das war der Test. Viel Spaß beim Nachmachen und ja, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Ich muss mal euch aufhören jetzt.